In diesem Video möchte ich euch die Fritz Laborinstallation vorstellen. Ja, Fritz Laborversion von der Firmware für die Fritzboxen sind im Grunde so eine Art Beta-Version. AVM nennen die halt Labor, das sind Vorabversionen, die noch nicht über den stabilen Update-Kanal verteilt werden. Wie komme ich an so eine Firmware? Ja, es gibt eine Übersichtsseite, die verlinke ich euch mal in der Videobeschreibung. Und da gibt es halt ein paar Fritzboxen, die halt eben für diese Laborversion zugelassen sind. Da kann man auch sehen, wann die letzte Aktualisierung war. Zum Beispiel hier für meine Fritzbox Cable, da gibt es jetzt die initiale Laborversion. Ich gehe mal auf meine Fritzbox Cable drauf. Was muss ich machen? Ganz wichtig, natürlich hier alles durchlesen. Und am Ende der Seite kann ich dann die Laborversion runterladen. So, das kann man jetzt als ZIP runterladen oder ich öffne es mal direkt, weil das entpackt werden muss vor der Installation. In diesem Archiv findet man jetzt zwei Dateien, einmal die LAB-Beta-Datei und einmal das normale Release, so wie es aussieht. Und das ist auch, glaube ich, das, was AVM hier meint, dass man mit diesem beiliegenden Paket wieder auf die offizielle Version zurück kann. Uns interessiert jetzt erstmal hier dieses LAB-Beta, das kann ich einfach kopieren und lege das in einen Ordner, wo ich dann später mit drauf zugreifen kann, den ich mir natürlich merke. Also ich entpacke jetzt im Grunde diese Datei. So, jetzt gehe ich zurück in die Fritzbox und hier gehe ich dann auf System und Update und hier kann ich Fritz OS Datei auswählen. Hier wird jetzt nochmal empfohlen, dass man seinen Kram sichert. Das habe ich jetzt schon getan, deshalb überspringe ich das jetzt. Und hier kann ich mit einem Klick auf Durchsuchen die Datei, die ich gerade entpackt habe, auswählen. So, jetzt bin ich in meinem Ordner gelandet, wo ich die Labordatei habe, diese Image-Datei. Die wähle ich jetzt aus und sag mal Update starten. So, die Fritzbox meldet sich jetzt zurück. Ich logge mich mal ein. Und unter System Update kann ich jetzt sehen, ja, ob das Ganze geklappt hat. Und ich sehe hier, dass ich auf der neuen Beta-Version, also auf der Laborversion bin. Also soweit so gut. Ich gehe jetzt nochmal unter Heimnetz. Dort sollte man dann sehen. Genau. Unter Heimnetz gibt es jetzt den Punkt Mesh. Und was halt auch immer bei den Fritz-Geräten ganz nett ist, hat jetzt mit der Laborversion nichts zu tun. Ich sehe hier die Powerline-Adapter und kann dann auf denen ein Update ausführen, weil die natürlich auch von Fritz sind. Das gleiche mache ich jetzt auch nochmal mit dem anderen Gerät hier. Genau, da gibt es keine neue Firmware-Version. Ich klicke mal auf Update starten, soll jetzt aber nicht viel passieren wahrscheinlich. Wenn ich jetzt hier auf meinen abgedateten Powerline-Adapter gehe, sehe ich auch, dass jetzt hier eine Beta-Version aktiviert wurde. Das liegt wahrscheinlich daran, dass halt einfach meine Master-Fritzbox jetzt auf im Beta-Stadium ist, also wird er auch alle anderen in den Beta-Status heben, damit WLAN-Mesh auch funktionieren kann. Das war's jetzt erstmal zum Thema Fritzbox Labor. Man sieht also, man muss erstmal manuell die Update-Datei runterladen, spielt die ein. Und ab diesem Zeitpunkt können scheinbar auch alle anderen Geräte, die noch so im Netzwerk hängen, automatisch auf diese Version gebracht werden. Hat man jetzt hier ja am Powerline-Adapter gesehen. In den nächsten Videos schauen wir uns dann mal WLAN-Mesh genauer an.